Schön, die Kurwiese. Ein Flächennaturdenkmal. Mehr noch. Eine Erinnerung an die Zeit, als Klotzsche Kurort war, der Heiderand Waldpark und König Albert als Denkmal auf einem seinerzeit vom Verschönerungsverein Klotzsche Königswald errichteten Sockel über Ruhebänke und steinerne Vasen wachte. Sie sehen, liebe Heideblattfreunde, unsere 66. Ausgabe im Sommer 2014 beschäftigt sich mit der Heide. Und hier sind als Ergänzung ein paar Bilder dazu. Hier legte der Klotzscher Verein mit Hilfe der Stadt Hand an, um an den Königswaldgründer Quosdorf und zugleich an den vorhin genannten Verschönerungsverein zu erinnern. Von hier aus führt die Straße zur neuen Brücke schon längst nicht mehr durchgängig zu dem seinerzeit berühmten Viadukt. Eine neue Bahnführung scheint schon vom nahen Ende des immerhin als Kulturdenkmal eingestuften Brückenbaus zu künden. So gemütlich sitzt Manto Szilagy selten am Heiderand. Er gehört zu den Aktiven in der Geschichtsgruppe, die zurzeit die Historie des Waldparkes erforscht. Von Seiten des Staatsbetriebes Sachsenforst ist Dietrich Eckert im Boot. Lesen Sie, wie die Ergebnisse bekannt gemacht und künftig sogar erlebbar gemacht werden sollen. Das Heideblatt stellt Revierfürster Rüdiger Rolle vor und hochgeehrte Vorgänger aus verschiedenen Zeiten. Es zeigt, wie Leute am Waldrand der Heide leben, lernen in der Umweltschule zum Forstfest, Pilzkenner ausfragen, wandern oder eben spielen. Klar, natürlich auch Weihnachtsbäume direkt kaufen oder Holz holen. Michael Bleikies führt mit seinen Rücktitelimpressionen des Heftes auf den Holzweg und Brigitte Bethke schaut auf Heideableger in hiesigen Vorgärten. Die Dresdner Heide ist flächenmäßig einer der größten Stadtwälder Deutschlands und wurde schon frühzeitig als Erholungsgebiet genutzt. Heute zum Beispiel, um auf die Bäume zu klettern. Auch sehr schön. Naja, aber Baden im Waldbad, das war doch noch schöner, findet Ihre Brigitte Otto. Auf Wiedersehen.